Hallo ihr Freunde der Schuppentiere und aller sonstigen Exoten, ich bin René und ihr schaut Terra Serpentis. Es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Hintergrundwechsel. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Wie man es wahrscheinlich schon ahnt, das sind jetzt hier kleinere Terrarien. Das sind so gesehen die Kinderstuben von einigen meiner halbwüchsigen Boas. Ich habe ein bisschen aufgerüstet, wie man sehen kann. Das ist auch bei weitem nicht alles. Wir hatten ja schon mal eine Folge gehabt zu dem Thema Aufzucht von Jungschlangen. Das war diese Boxenmethode, die ich euch gezeigt habe. Das funktioniert auch bei vielen Schlangen wunderbar. Es gibt allerdings auch manche, gerade bei den Boa, also bei den Lokalitäten, wie man so schön sagt, Boa Constrictor Constrictor oder Boa Constrictor, was auch immer. Also diejenigen, die von den Konstriktoren Lokalformen sind, reine Lokalformen, die so gesehen in Terrarien weit besser funktionieren als in Aufzuchtboxen, und darum soll es heute mal gehen. Man könnte also sagen, Aufzucht von semi-adulten Schlangen für Fortgeschrittene, beziehungsweise auch von, je nach Lokalität natürlich, Jungschlangen für Fortgeschrittene. Wie sollte man weitermachen, wenn man, sagen wir mal so, das erste Dreivierteljahr mehr oder weniger überstanden hat? Was wäre da eine super Methode? Ja, eine Sache vorab, diese Aufzucht in Boxen bzw. in Racks, das kann zum gewissen Teil funktionieren. Ich habe es ja auch empfohlen bei dem Video, wenn ihr das gesehen habt. Man kann das auf der einen Seite mit flachen Terrarien machen, wenn es Bodenbewohner sind. Imperatoren zum Beispiel, da sollte man in der Regel keine Probleme haben, die so groß zu ziehen. Die meisten davon machen euch sowieso keine Probleme. Ich sage deswegen bewusst Constrictor, Constrictor, weil man dort eher dieses Problem mit dem Kotzen haben wird. Also das ist wirklich eines der großen Probleme, wenn wir junge Schlangen haben, gerade aus dem Konstriktorenkomplex. Die müssen wir erst einmal groß kriegen, und das kann durchaus kompliziert werden. Man mag es manchmal nicht meinen, es gibt auch einige Tiere, die super robust sind normalerweise. Ein Beispiel dafür habe ich euch hier mitgebracht. Ihr habt es mittlerweile schon erkannt, wahrscheinlich aus einem meiner älteren Videos. Habe ich jetzt ein paar Mal schon gezeigt, weil das wirklich einfach was richtig Geiles ist. Das ist in dem Fall eine von meinen Amaralis, Boa Constrictor Amarali, Joe Terry Line. Super geile Tiere, super geile Zeichnung, total charakteristisch. Also ich bin völlig geflasht und begeistert. Ein Wort vorab. Amaralis sind eben genauso ein Beispiel für Tiere, die im Rack, man kann es anders nicht sagen, die funktionieren im Rack einfach nicht. Ne? Eine Rackaufzucht, das kann man bei manchen Konstriktoren machen, bei Imperatoren immer kein Problem. Es sind ohnehin Bodenbewohner, ihr habt wenig Probleme mit dem Kotzen, auch mit dem Klettern. Man kann auch eine Aufzuchtbox nehmen, wir hatten das auch schon mal gesehen, die ein bisschen höher ist, zwei, drei Äste reinpacken, dann können die Tiere auch klettern. Das reicht für manche aber leider nicht aus. Deswegen, man kann das definitiv nicht pauschalisieren und nicht verallgemeinern. Also es gibt, man kann sicherlich die meisten Tiere durchaus in der Box oder im Rack aufziehen. Aber die Amaralis sind hier einfach mal so ein super Beispiel dafür, für Tiere, bei denen das einfach nicht funktioniert. Ich weiß auch, dass es auch einige andere Constrictor-Constrictor-Linien gibt, wo das auch nicht wirklich funktioniert. Muss ich zugeben, mit meinen Surinams und meinen Guyanas, habe ich keine Probleme, was Futterauswirkungen betrifft, liegt aber auch einfach daran, dass das verdammt robuste Linien sind. Ihr werdet es in einem der letzten Videos auch schon gesehen haben, wo ich mal diese Unterscheidung von Guyana und Surinam gemacht habe. Die sind relativ nah dran am Wildfang. Also die sind noch so extrem robust von der Gesundheit, dass man da überhaupt erstmal solche Probleme haben muss. Das sieht ein bisschen anders aus bei den Kollegen hier. Amarali ist normalerweise eine super robuste Schlange. Die haben eigentlich weniger Probleme mit dem Kotzen.
hängt auch hier wieder ein bisschen von der Linie ab. Ne? Wir hatten das auch in einem älteren Video, empfindliche Linien. Es gibt auch manchmal Tiere, die einfach von Natur aus ein bisschen empfindlicher sind. Das kennen wir von den Bissett-Brasilianern. Bissett wären jetzt auch so Tiere, die ich glaube ich lieber in einem Terrarium großziehen würde, als ja, in der Box. Ne? Funktioniert aber, wenn man weiß, wie man es macht. Man kann ja auch dort Klettermöglichkeiten zur Verfügung stellen. Es gibt ja da auch immer Tricks. Aber bei den Amaralis ist das eben so eine Sache. Amarali funktioniert einfach nicht im Rack. Wenn ihr die Tiere ins Rack packt, dann ja, kotzen sie. Das klappt bei denen einfach nicht besonders gut. Das Phänomen ist aber bekannt. Ja, deswegen halt hier in dem Fall auch mal die Folge, wo ich dich jetzt einfach mal so genannt habe, Aufzucht für Fortgeschrittene. Auch wenn ihr die Tiere die ein oder andere Zeit in der Box großgezogen habt, über lang oder kurz, müsst ihr die Tiere umgewöhnen in ein vernünftiges Terrarium. Man sagt über den Daumen gepeilt, Rackaufzucht ist bis zum ersten halben Jahr okay bzw. üblich. Das macht man in der Regel so. Ich kenne auch Leute, die Jungtiere alle zusammen großziehen in einem Terrarium. Das hat Vorteile, es hat aber auch wieder Nachteile. Will ich gar nicht so sehr drauf eingehen hier, sonst wird das Video wieder ewig lang. Aber in der Regel sagt man, dass man die Tiere das erste halbe Jahr in der Regel im Rack hält. Man kann sie, wenn das Rack groß genug ist, theoretisch auch ein bisschen länger im Rack halten. Das Problem ist, bis zu einem Jahr alles okay. Wenn ihr die Tiere danach umstellt, könnte es von Rack zu Terrarium durchaus Probleme geben. Also man sagt immer so, bis zu einem Jahr ist in Ordnung. Ich würde möglicherweise gar nicht so lange warten. Die Tiere, die ich jetzt hier habe in dem Fall, die sind so roundabout ein halbes Jahr. Einige sogar nicht mal ein halbes Jahr und ich bin jetzt schon umgestiegen auf größere Terrarien. Einfach deswegen, weil die Tiere dort einfach besser funktionieren. Man muss hier immer aufpassen mit der Kotzerei. Zugegebenermaßen habe ich auch super robuste Linien, aber ich wollte es bei diesen Tieren einfach hier nicht riskieren. Da ist man eben doppelt und dreifach vorsichtig. Ja, was ist noch eventuell wichtig zu sagen zu der ganzen Geschichte mit der Aufzucht? Wie gesagt, ich habe die Peruana in Boxen aufgezogen, hat funktioniert. Ich habe Occidentalis aufgezogen in Boxen, hat funktioniert. Imperatoren auch, hat auch funktioniert. Aber gerade bei einigen Constrictor, beziehungsweise in dem Fall Constrictor Amarali, bin ich halt da super vorsichtig, weil es einfach zu schade wäre, wenn so ein Tier anfängt zu kotzen. Gerade wie geil die sich hier in dem Fall entwickeln für so ein halbjähriges Tier, ist schon eine Granate, muss man einfach dazu sagen. Ne? Und die verlieren ja leider auch immer so heftig Masse, wenn sie am Kotzen sind. Also das will man in dem Fall nicht riskieren. Also was tut man? Man packt die Tiere in Terrarien. Eine Warnung an dieser Stelle, ihr solltet es nicht so gut meinen, dass ihr so einen kleinen Wurm in ein 2-Meter-Terrarium packt, am besten noch mit einer Meter Höhe oder so. Und die Tiere fangen an zu klettern, stürzen ab, stürzen sich zu Tode. Damit muss man dann eben rechnen. Also auch wenn man die Tiere ins Terrarium packt, habe ich auch empfohlen eben gerade, guckt, dass die Terrarien nicht zu groß sind. Das hier hinten ist meiner Meinung nach die Ideallösung. Die sind nicht besonders groß, die Terrarien, also von der Höhe her. Die haben so eine, ja, 50er Höhe knapp, das ist relativ niedrig. Da ist es auch ein bisschen schwierig mit zu Tode stürzen. Es sollte nicht höher sein. Ne? Haben so eine Meter Breite, haben allerdings eine 80er Tiefe. Also die sind richtig tief, die Becken. Das wird man auch gleich noch sehen auf einem Video. Das ist meiner Meinung nach die absolut ideale Lösung. Die Tiere, man kann ein paar Äste reinpacken, die Tiere können klettern. Allerdings auch nicht so extrem. Also nicht jetzt daraus folgern, dass ich so ein Tier gleich in ein 2-Meter-Becken packe. Das ist genauso der Tod des Tieres, wenn ich jetzt versuche, im Rack aufzuziehen und dann kotzen die dir 2-3 Mal vor die Füße oder sowas. Also da muss man wirklich ein gesundes Mittelding finden. Die beste Methode ist wirklich immer noch, wenn, sage ich jetzt mal, das Terrarium mit dem Tier mitwächst, also kleines Tier in kleines Terrarium. Meine Empfehlung ist vielleicht die erste Zeit im Rack, danach kann man auf eine Box gehen, noch mal ein halbes Jahr. Oder man, wenn das Terrarium niedrig genug ist, packt man es gleich ins Terrarium. Ist wahrscheinlich besser als dieses Zwischending mit der Box. Und wenn das Tier, sagen wir mal, 1,5, 2 Jahre in so einem Terrarium ist, dann kann man es theoretisch schon ins Endterrarium packen, dann müsste das gehen. Dann haben die Tiere so 1,20 Meter. Dann wird nicht mehr so super viel passieren. Ne? Dann geht es vielleicht noch ein bisschen unter in dem Terrarium. Aber dann ist man zumindest die gröbsten Gefahren los, die sich da so ergeben. Haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, ne? Was da so potenzielle Gefahren sind. Aber auf keinen Fall so einen kleinen Wurm dann in so ein riesengroßes Terrarium packen. Ne? Also die brauchen dieses Zwischending dann durchaus. Ne?
meiner Meinung nach die beste Zwischenlösung. Man kann Ablageflächen einbauen. Das ist bei so niedrigen Becken, fand ich es ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt den Klassiker mal gemacht, ein bisschen rumprobiert mit Kletteresten, funktioniert sehr gut. Oder man hat halt mal so ein Versteck, packt da mal so ein Stück Kork drauf, ne, dass die Tiere dann darauf klettern können. Insgesamt gilt sowieso bei Terrarien, die Struktur ist allgemein wichtiger als die Größe. Die Tiere müssen ein bisschen Klettermöglichkeiten haben, die müssen Versteckmöglichkeiten haben, die müssen Hindernisse haben, irgendwas, wo sie sich drum rumschlängeln können. Echtpflanzen, das werdet ihr auch noch sehen in den Videos gleich, kann man reinpacken. Das nehmen die Tiere auch gerne an. Gerade so Efeututen, das ist an und für sich immer ideal. Kann man jedenfalls machen, wenn man einigermaßen gute Beleuchtung hat. Aber im Allgemeinen ist es so, es tun auch Kunstpflanzen. Ne? Also der Punkt ist einfach nur, merkt euch so ganz allgemein, die Struktur ist viel wichtiger als die reine Größe. Und bei diesen Kleintieren, sage ich jetzt mal, je nachdem, was ihr habt, Amerali auf jeden Fall, da sollte man auf jeden Fall auf Klettermöglichkeiten achten. Weil im Gegensatz zu den meisten Imperatoren brauchen Amaralis das. Die brauchen vernünftige Terrarien, die funktionieren besser im Terrarium, die brauchen vernünftige Klettermöglichkeiten. Das ist bei den Tieren, ob man es glaubt oder nicht, viel wichtiger als bei manchen anderen. Obwohl es so gesehen an und für sich Bodenbewohner sind. Das ist ziemlich erstaunlich. Ich kann es gar nicht genau erklären, warum das so ist. Es ist einfach die Erfahrung. Die Erfahrung zeigt einfach, dass man bei solchen Tieren, wenn man die Klettermöglichkeiten zur Verfügung stellt, weniger Probleme hat. Ne? Das sieht bei Imperatoren schon wieder ganz anders aus, also nur dazu. Ja, das, was wir auch schon ein paar Mal besprochen hatten, ich will es hier nochmal in aller Kürze zusammenfassen, weil das Wichtigste natürlich auch ist, gerade das Problem mit dem Kotzen, ne? Die richtige Fütterungspolitik finden. Ne? Das ist immer wieder schwierig. Die Leute wollen ja ganz gerne immer irgendwelche Werte haben, von wegen so und so viel Gramm, so und so oft, die und die Zeit. So einfach ist es nicht. Ihr müsst es ein bisschen nach Augenmaß machen. Mein Tipp ist ohnehin, was Fütterung betrifft, kommen wir am besten gleich zu. Einfach weil erstmal die Temperatur wichtig ist. Ne? Ihr wisst, die Tiere brauchen Temperatur, um richtig zu verdauen. Es ist natürlich bei empfindlichen Tieren, empfindlich in Anführungsstrichen, Amerali ist so gesehen nicht empfindlich, hat aber bestimmte Haltungsansprüche in den ersten Lebensjahren. Und das gilt natürlich für die Constrictor auch, ne? Sonst habt ihr ganz schnell das Problem mit dem Kotzen. Das habt ihr beim Imperator nicht. Selbst wenn ihr den relativ kühl haltet, dann stellen die Tiere die Verdauung halt fast vollständig ein. Aber ihr kotzen euch in der Regel nicht vor die Füße. Ne? Da muss schon viel schief laufen. Ein Constrictor oder eine Constrictor Amerali, die kotzt euch sofort vor die Füße und dann habt ihr das Problem. Deswegen fange ich lieber mit der Temperatur an. Ganz wichtig natürlich, wenn ihr die Tiere frisch gefüttert habt, ne? Dann müsst ihr die Tiere in der Regel ein bisschen wärmer halten. Dann schaut, dass ihr es von der Temperatur her nicht unter 23, 24 Grad fallen lasst. Also am besten in dem Raum keine Absenkung machen, Stichwort Winterruhe und so weiter und so fort, sondern versucht dann die Temperaturen etwas wärmer zu halten. Das braucht 3-4 Tage, dann haben die Tiere verdaut, dann ist das Problem so gesehen auch weg. Aber die Tiere brauchen Temperatur zum Verdauen. Allgemein für die Haltung. Ich denke, dass einer der größten Fehler, die gemacht werden, dass die Tiere zu warm gehalten werden. Zu warme Haltung kann auch dazu führen, dass die Tiere kotzen. Das ist vielfach dokumentiert. Mein Tipp wäre, schaut, dass ihr die Tagtemperatur, gerade hier bei den Amerali, aber auch bei Guyana, Surinam, guckt euch die Temperatur im Verbreitungsgebiet an. Der Jahresdurchschnittswert, der schwankt zwischen 28, 29 und 21, 22 Grad. Es wird auch mal kühl. Ihr habt auch mal Tage, da hat es an die 30, 31 und es gibt auch Tage, da wird es halt mal nur 19 Grad, Durchschnittstemperaturen wohlgemerkt. Aber es ist eben nicht so, dass die Tiere wie Königsblütern gehalten werden müssen, immer schön 31, 32 Grad. Auf gar keinen Fall. Die Tiere brauchen kühle Temperaturen genauso, wie sie warme Temperaturen brauchen. Meiner Meinung nach optimal, wenn ihr die Tiere, sagen wir mal, an einem lokalen Wärmeplatz ungefähr 28, 29 Grad habt, ruhig auch mal 30 Grad, ist A und O ist ein Gefälle. Ne? Es muss ein Gefälle hingeben zu kühleren Temperaturen. An der kühlsten Stelle darf es im Terry auch 23 Grad sein. Das ist sogar ideal. Je größer das Gefälle, desto besser. Wenn die Tiere warme Temperaturen brauchen, legen sie sich ins Warme, gerade nach dem Fressen. Wenn es denen zu warm ist, gehen sie ins Kühle. Und glaubt es oder nicht, ich beobachte meine Tiere sehr intensiv, die liegen eben nicht ständig an den Wärmeplätzen. Teilweise noch nicht mal, wenn sie gefressen haben. Ne?
selbst wenn sie verdauen, dann sind sie ein paar Stunden des Tages an den Wärmeplätzen, ziehen sich aber auch wieder zurück. Ist beim Tigerpython übrigens ein bisschen anders. Die verhalten sich da durchaus sehr unterschiedlich. Was ich nur sagen wollte ist, selbst dann nehmen die Tiere kühlere Temperaturen an und wenn es denen zu kühl wird, wie gesagt, es darf nicht unter einen bestimmten Wert fallen, dann gehen die von selbst wieder an die Stelle, wo sie die Wärme eben brauchen. Aber ihr merkt schon, 29 Grad, 22 Grad, das ist jetzt nicht so, dass hier alles bei mir weit über die 30 Grad hat. Also ich habe in den Boa-Becken habe ich eigentlich fast nie über 30 Grad, außer wenn ich trächtige Weibchen habe. Die nehmen auch mal 35 Grad an, weil sie das natürlich für die Embryonen brauchen. Ne? Aber in der Regel sollte man die Tiere definitiv nicht zu warm halten und natürlich erst recht, wenn die Tiere frisch gefüttert worden sind. Ne? Anderer Punkt ist noch die Sache mit der Luftfeuchtigkeit. Ich weiß, dass manche Leute sagen, dass das nicht keine zu hohe Luftfeuchtigkeit haben darf. Da würde ich wieder sagen, das hängt von der Lokalität ab. Wenn ihr einen Peruaner haltet, da ist es durchaus mal ein bisschen kühler und es ist auch nicht so hohe Luftfeuchte, je nachdem, wo man gerade in Peru ist. Ist ja auch ein sehr großes Land. Aber Suriname, Guyana, das sind Länder mit einer wirklich relativ hohen Luftfeuchte. Also man sollte schon schauen, dass es dort auch nicht zu trocken wird. Also ruhig einmal am Tag sprühen. Macht es ruhig einmal richtig nass, lasst es dann ein bisschen austrocknen. Man kann auch mal einen Tag vergessen zu sprühen. Man sollte sowieso gucken, dass man halt Regenzeiten und Trockenzeiten richtig simuliert. Das braucht man bei so ganz jungen Tieren noch nicht, aber wenn die Tiere dann mal größer werden, man den Paarungsrhythmus anfängt zu stimulieren bei den Tieren, dann werden sie es natürlich brauchen. Aber im Allgemeinen, die Daumenmethode sprüht einmal am Tag, gilt natürlich ganz besonders bei Suriname, bei Guyana. Die Amerali, bei denen mache ich das jetzt genauso. Peruaner, da sprühe ich nur jeden zweiten, jeden dritten Tag. Und je nachdem, was man da noch hat, gerade bei allem, was so Inselvariante ist, da wird es durchaus auch ein bisschen trockener, kennt man jetzt auch von den Imperatoren. Also da ist es auch okay und auch notwendig, wenn man auch mal eben nicht sprüht. Ne? Aber grundsätzlich, gerade so in der ersten Zeit, würde ich schon empfehlen, es doch ein bisschen feuchter zu halten, bis man dann später eben übergeht zu ausgeprägten Regenzeiten und Trockenzeiten. Ja, was ist noch wichtig? Genau, dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema Fütterung. Fütterungspolitik, Temperatur hatten wir eben gerade, Luftfeuchtigkeit muss man natürlich dann dazu anpassen. Natürlich, wenn man es jetzt etwas kühler macht, abends sollte man möglicherweise nicht mehr sprühen. Das würde ich morgens machen, wenn die Temperaturen hochfahren. Ne? Das ist sowieso der ideale Zeitpunkt oder um die Mittagszeit oder sowas. Dann läuft man da auch keinerlei Gefahren. Das trocknet auch schnell genug aus. Also bis abends ist es in der Regel wieder trocken und man hat dann so gesehen keine Gefahren. Ja, Fütterungspolitik, ne? Ganz wichtiges Thema. Ich würde bei solchen Tieren, das heißt sowohl bei Suriname, bei Guyana, Bisset Brasilianer, Belem Brasilianer, Amerali, sicherlich auch bei Ecuador, allem, was halt Constrictor Constrictor ist, oder ich fasse es ganz gerne zusammen unter Constrictor, Boa Constrictor X, weil die Amaralis ja so gesehen auch dazu gehören. Ähnlich auch bei Occidentalis, obwohl die jetzt nicht so empfindlich sind. Ich würde mittlerweile erstmal anfangen mit Speckiratten zu füttern, also entweder nackte Ratten oder Speckiratten, unbehaarte. Solche Tiere können Fell meistens nicht ab in der ersten Lebenszeit. Füttert die Tiere auch nicht zu viel. Einmal alle 10 bis 14 Tage reicht am Anfang. Wichtig ist am Anfang sowieso, dass man die Tiere einigermaßen futterstabil bekommt. Ne? Wenn die ein paar Mal gefressen haben und schon ohne Probleme stabil verdauen und abkoten und es sieht alles gut aus, dann kann man auch langsam anfangen, ein bisschen hochzufüttern. Man hat am Anfang meistens die Schwierigkeiten, dass die Tiere, wenn ihr jetzt noch kein futterfestes Tier bekommen habt, dass die dann manchmal Probleme machen und noch nicht richtig ans Fressen wollen. Sollte man natürlich vermeiden. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal irgendwelche Konstriktoren habt, dann schaut, dass ihr Tiere bekommt von jemandem, der seine Tiere futterfest abgibt. Dann habt ihr die Probleme nämlich nicht. Ansonsten müsst ihr wahrscheinlich irgendetwas lebend züchten. Also entweder Farbmäuse lebend, nackte Farbmausbabys. Man kann auch nackte Vielzitzenbabys nehmen. Nackte Rattenbabys, aber irgendwas Nacktes, Lebendes, das packt man rein, lässt man über Nacht drin und guckt, ob es am nächsten Tag noch da ist. Ne? So fängt es in der Regel an. Manchmal kann man den Tieren auch mit der Pinzette die vor die Nase halten und irgendwann muss ich halt eben gucken, dass ich, wenn die lebend ans Futter gehen, sie dann auf tot umstelle. Der Klassiker ist so, ich nehme eine lebende Maus,
halte den vor die Nase, wenn sie die fressen und gefressen haben. 10 Minuten nach dem Fressen halte ich ihnen nochmal eine tote Speckyratte vor die Nase. Die nehmen sie auch noch. Dazu müssen die Tiere natürlich schon eine entsprechende Größe haben und sollten schon ein paar Mal gefressen haben. Aber dann sind sie in der Regel auch so weit, dass sie auch tot annehmen. Ja, was machen wir dann? Wir sind jetzt auf der Stufe, dass die Tiere Speckyratten alle 10 Tage etwa ohne Probleme fressen. Man kann irgendwann noch anfangen, alle 5 Tage zu geben. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich sage mal so ungefähr alle 10 Tage. Das heißt mal einmal die Woche, mal alle 14 Tage, im Schnitt alle 10 Tage. Ruhig auch ein bisschen unregelmäßig. Und Speckis sollte man auch, ich sage jetzt mal so 5, 6 Mal würde ich Speckis füttern. Dann würde ich auf irgendetwas umstellen, was ein bisschen mehr Gehalt hat. Weil die Tiere für den Knochenaufbau natürlich etwas brauchen, was einfach ein bisschen weiterentwickelt ist, wie zum Beispiel Springermäuse. Springermäuse sind nicht so groß, die haben etwa die Größe von Speckis, wenn man so will, haben aber schon ein bisschen Fell. Bei einem bisschen können die Tiere damit auch umgehen, wenn sie auch Speckis schon verdaut haben. Nicht vergessen, der Verdauungstrakt entwickelt sich nach und nach. Man fängt also nicht, ich würde zumindest nicht mit Fell anfangen, ich würde mit Speckis anfangen. Wenn sie ein paar Mal Speckis gefressen haben, dann kann man auf Fell umsteigen und dann eben Springermäuse verfüttern. Das würde ich auch so 5, 6 Mal machen ungefähr, vielleicht 7 Mal, vielleicht 8 Mal. Die sind von dem Knochenbau besser entwickelt, dann haben die Tiere auch ein bisschen, man darf ja nicht vergessen, die holen sich das, was sie für den Knochenbau brauchen, das holen sie sich über die Tiere, die sie verdauen, also nicht über UV-Strahlung oder sowas. Deswegen muss man da auch ein bisschen was Gehaltvolleres füttern, ne? Und wie gesagt, so alle 10 bis 14 Tage, dann sollten die Tiere langsam ungefähr 3, 4 Monate alt sein. Dann kann ich schon anfangen, dann haben sie auch ungefähr die Größe von dem Tier hier, vielleicht ein bisschen kleiner. Und dann kann man sich schon Gedanken machen, ob man langsam adulte Mäuse gibt oder Fuzzies gibt oder eventuell dann später kleine Springerratten. Macht das so, dass ihr immer, wenn ihr eine Stufe größer füttert, dass sie 5, 6 Mal gefressen haben, dann eine Stufe größer füttern, dann 5, 6 Mal gefressen haben, dann eine Stufe größer füttern. Sind die Tiere in der Haut, füttert man natürlich nicht. Wenn ihr mal 1, 2 Wochen vergesst, die Tiere zu füttern, umso besser. Nicht zu viel füttern. Gerade am Anfang ist meiner Meinung nach langsames Wachstum mehr als gesund. Aber irgendwann ist auch der Knoten bei den Tieren geplatzt. Die verdauen Fell auch irgendwann ohne Probleme. Man muss sie aber Schritt für Schritt für Schritt ganz vorsichtig ranführen. Es darf nicht zu warm sein. Klettermöglichkeiten sollten die Tiere auf jeden Fall haben. Zumindest hier die Amerali und noch einige andere Konstriktoren, hatte ich auch eben gesagt. Das scheint sich positiv auf die Verdauung auszuwirken. Ja, an der Stelle vielleicht nochmal so ein paar kleine Anmerkungen. Also das Video hier basiert im Wesentlichen auf Erfahrungswerten, ne? Das will ich damit nur sagen. Das sind nicht nur die Erfahrungen, die ich gemacht habe, das sind auch Erfahrungen, die andere Halter gemacht haben. Ich stehe ja viel in Kontakt mit Leuten, die das Ganze schon seit Jahrzehnten machen, wo ich mich auch immer gerne beraten lasse. Wir sind ja sehr viel am Kommunizieren und probieren auch neue Methoden aus. Ihr werdet das auch gleich sehen, wenn ich euch das Video zeige, wo ich euch mal einfach 3 verschiedene Haltungsmodelle vorstelle, die teilweise sehr unterschiedlich sind. Was soll ich sagen? Alle 3 funktionieren sehr gut. Ich bin da selber auch ein bisschen am Experimentieren. Ich bin, das wisst ihr sowieso, kein Freund davon, dass man wie so ein Kochrezept eine Anleitung gibt, so und so muss man es machen, dann wird man auch auf jeden Fall Erfolg haben. Das mag sein, aber vielleicht kann man es ja besser machen. Und das kann ich nur rausfinden, indem ich es ausprobiere, indem ich unterschiedliche Haltungsparameter ausprobiere, indem ich das mal so versuche, mal so versuche. Mal Klettermöglichkeiten vielleicht nur so ein bisschen am Boden gebe. Das werdet ihr bei den Surinams sehen. Da steht so gesehen nur eine Echtpflanze drin. Da ist ein bisschen Bodenstruktur. Das sind so alte Abwurfstangen, wo sie halt einfach ein bisschen drumherum klettern können, sich ein bisschen festhalten können. Hat offensichtlich denselben Effekt wie bei den Amerali, wo ich wirklich Äste mit drin habe. Bei den Guyanas habe ich es nochmal ein bisschen anders gelöst, indem ich einfach auch ein bisschen mehr Bodenstruktur gebaut habe, also dass die Tiere dann, sagen wir mal, in Bodennähe klettern können. Funktioniert aber genauso gut. Also einfach, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch welche Bodengründe ich dann nehmen kann, ob die Tiere jetzt eine Möglichkeit haben, irgendwo in irgendwelche Verstecke zu gehen, die ja unterirdisch sind, oder Verstecke, die man oben drauf stellt. Das muss man einfach ein bisschen ausprobieren und ja, einfach mal so verschiedene Modelle dadurch versuchen. Das Einzige, was ich nur sagen wollte, das basiert auf Erfahrungswerten. Ich probiere auch immer noch aus. Und ich kann einfach nur sagen, wie gesagt, es funktioniert.
Also selbst wenn ich jetzt hier in dem Fall keine pauschale Erklärung aus dem Hut zaubern kann und bestimmt nicht für diese vielen sehr unterschiedlichen Tiere, weil jedes Tier ganz unterschiedliche individuelle Bedürfnisse hat, das wäre völlig vermessen zu sagen, es gibt eine Methode, die bei allen funktioniert. Aber es gibt zumindest eine Methode oder eine Haltungsweise, nämlich die in den Aufzuchtterrarien, die bei allen Tieren hinreichend gut funktioniert, dass ich zumindest diese Probleme mit der Kotzerei quasi ausschließen kann. Zumindest ist das bei mir so. Ich habe da keine Probleme und die Tiere, was soll ich sagen, sie wachsen perfekt einfach nur. Ich habe bei allen Tieren keinerlei Probleme. Ja, besser geht's nicht. Und die Terrarien sind trotz allem vergleichsweise kühl in Anführungsstrichen, im Vergleich dazu, wie viele andere Leute die Tiere halten. Ich habe schon mal gesagt, halte die Tiere nicht zu warm. Es braucht in so einem Becken in der Regel nicht über 30 Grad zu werden. Wenn es lokal 29 Grad hat, in der Spitze ruhig mal 30. Wenn es dann aber auch runter geht, auch ruhig mal auf 20. Natürlich nicht, wenn die Tiere gerade gefressen haben, hatten wir vorhin. Dann habt ihr trotzdem keine Probleme. Die Kühle ist für die Tiere genauso wichtig wie die Wärme. Das brauchen die einfach. Ja, was wollte ich noch sagen, was auf jeden Fall wichtig ist, entgegen der Behauptung, die man manchmal so hört, dass Lokalitäten, also Boa Constrictor X, Lokalitäten, reine Lokalitäten, also aus dem Konstriktorenkomplex, dass die Tiere eher langsam wachsen, das stimmt so nicht. Es hängt stark davon ab, was ich für eine Linie habe. Meine Bissett-Brasilianer zum Beispiel wachsen tatsächlich langsam, weil man die wegen der Kotzerei extrem vorsichtig füttern muss. Meine Surinams, also wirklich eine unzerstörbare Linie, kann man fast sagen. Ihr habt das gesehen in einem der letzten Videos, wie geil die Viecher sich entwickeln. Also die sind teilweise nach 2 Jahren so groß wie andere Tiere mit 5, 6 Jahren, trotz spärlicher Fütterung. Also man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass die Tiere langsam wachsen. Ihr habt es gesehen bei meinen Surinams, die gehen bei mir stramm auf 1 Meter zu und sind ein gutes halbes Jahr alt. Und ich fütter die wirklich nur alle 14 Tage, manchmal nur alle 3 Wochen, und zwar mit kleinen Futtertieren vergleichsweise. Und die wachsen, das ist einfach der Wahnsinn. Also es hängt ganz stark von der Linie ab. Bei den Guyanas sieht das ziemlich ähnlich aus. Die sind jetzt noch ein bisschen zurückhaltender vom Wachstum her. Ich weiß aber, dass man die Tiere durchaus auch ein bisschen besser füttern kann. Das macht Boris zum Beispiel, der füttert ein bisschen mehr. Bei ihm sind die Tiere zum Beispiel auch deutlich größer als bei mir jetzt. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Jeder hat ja so ein bisschen so seine Politik, wie er füttert. Aber das widerlegt auf jeden Fall die Behauptung, dass die Tiere grundsätzlich langsamer wachsen. Es hängt von der Linie ab. Die Amaralis hier zum Beispiel, das sind auch ganz schöne Bomber. Die könnten auch noch mal eine Ecke größer sein, wenn man sie vom ersten Tag an gefüttert hatte. Ich habe sie jetzt ein bisschen später bekommen. Ich war sehr vorsichtig am Anfang gewesen. Aber die kriegen mittlerweile ein Wachstum drauf. Wenn das so weitergeht, kann ich hier bald mit 50 Gramm Ratten anfangen. Also so viel zum Thema. Die wachsen ja alle oder wachsen grundsätzlich langsamer. Das stimmt so also nicht. Die nächste Behauptung, die ab und zu mal so ein bisschen kursiert, die will ich ja auch gleich mal widerlegen, weil es irgendwie auch in dieselbe Sparte geht, dass ja Boa Constrictor nicht in Schuben wachsen würde. Das habe ich ohne Scheiß gehört von einigen Leuten, wo ich mir persönlich an den Kopf fasse. Alle Boa-Constrictor wachsen in Schüben, grundsätzlich. Der Punkt ist nur, dass ich das bei manchen Konstriktoren, eben den empfindlicheren Linien, nicht so sehe, weil die Tiere einfach länger brauchen, bis sie ausgewachsen sind. Aber grundsätzlich alle Boa-Constrictor wachsen in Schüben. Merkt euch, wie die hier jetzt aussieht. Es kann sein, wenn die jetzt in einem der nächsten Videos nochmal auftaucht, dass man da nicht viel Unterschied sieht. Dann nochmal ein paar Monate später, dann bam, ist das Tier gleich nochmal eine Ecke größer geworden. Also das geht manchmal sehr schnell. Das ist aber auch bekannt bei Boa Constrictor. Also von daher, wenn euch jemand sowas erzählen will oder dass nur die Imperatoren in Schüben wachsen, also es ist absoluter Quatsch. Richtig ist, dass man Constrictor oder andere Tiere aus dem Konstriktorenkomplex, wie eben die Amaralis, dass man die manchmal etwas vorsichtiger füttert, Schrägstrich füttern muss. Und dann sehe ich das eben nicht, weil die Tiere nicht 2 oder 3 Jahre brauchen, bis sie ausgewachsen sind, sondern eben 5 oder 6. Und in der Regel habe ich noch den Effekt, dass die Tiere gerade aus dem Konstriktorenkomplex, bei denen ist das ganz häufig der Fall, dass sie erstmal in die Länge wachsen, irgendwann ihre in Anführungsstrichen Endlänge erreicht haben und dann geht das Massenwachstum richtig los. Das haben einige Leute vielleicht auch verfolgt bei meinen Bissett-Brasilianer-Weibchen. Da konnte man das wirklich sehen, was das am Anfang für ein dünner Spargel war und was die jetzt an Masse zugelegt hat. Aber von der Länge hat sich nicht viel getan. Die ist immer noch genauso lang wie vorher.
obwohl da zwei, drei Häutungen zwischen waren. Genau, also solche Mythen, die gehen manchmal auch ein bisschen rum. Ich frage mich manchmal, wieso. Ja, keine Ahnung. Kann ich mir selber nicht so wirklich erklären. Wahrscheinlich beobachten die Leute ihre Tiere nicht richtig oder so. Ich weiß es nicht. Oder haben vielleicht eine veränderte Wahrnehmung oder so etwas. Ich finde das immer wieder interessant zu sehen, wenn ich jetzt bei Freunden bin und mir deren Konstriktoren angucke, wie sieht das da aus, und man stellt es immer wieder fest, die Tiere wachsen einfach in Schüben. Mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller. Aber es passiert durchaus mal, dass man irgendwann mal reinguckt ins Terrarium und sich denkt, boah, ganz schön zugelegt. Ne? Bei den Amaralis übrigens genauso. Wenn ich jetzt mal ein Foto von vor einem Monat einblenden würde, das würde da nicht wiedererkennen, wie groß der Unterschied da ist. Ja, so viel zu dem Thema Tipps für Fortgeschrittene. Ich füge euch jetzt noch ein Video an. Es wird ein relativ kurzes Video sein. Da könnt ihr mal gucken, wie ich das Ganze gelöst habe. Das kann man sicherlich auch noch schöner machen. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht auch noch ein paar Äste mehr reinpacken werde. Aber ich fand es ganz interessant, hier mal ein bisschen rumzuprobieren. Die Becken müsst ihr im Hinterkopf behalten. Die haben so ungefähr einen Meter Breite, 50er Höhe und haben so 80er oder 90er Tiefe. Ich weiß es aus dem Kopf gerade nicht. Es sind relativ tiefe Becken, ne? Das sind auch ziemlich alte Becken, die kriegt man so auch mittlerweile nicht mehr zu kaufen. Sowas müsst ihr da euch selber bauen. Aber ich finde sie eben ideal für die Aufzucht von Tieren aus dem Konstriktorenkomplex. Ja, dann hoffe ich, dass euch diese, in Anführungsstrichen, Einführung für Fortgeschrittene gefallen hat. Schreibt mal eure Erfahrungen in die Kommentare, wie ihr eure Konstriktoren aufzieht. Würde mich mal interessieren, ob ihr auch eher die Tiere in Boxen aufzieht. In Racks, es gibt ja vielleicht auch Leute, die da keine Probleme haben, oder ob andere Leute, die auch gleich ins Terrarium gepackt haben oder vielleicht noch ganz andere Ideen entwickelt haben. Würde mich einfach mal interessieren. Man kann ja auch Racks relativ groß bauen. Ihr kennt die Boxen, die relativ groß sind. Wenn ich die von der Struktur her gut einrichte, dann erfüllen die einen ähnlichen Zweck, ne? Also immer merken, Struktur ist wichtiger als absolute Größe, gerade bei der Aufzucht von solchen Tieren. Ja, dann schaut auf jeden Fall gleich nochmal die Videos an, die Terrarien, und ja, dann bis zum nächsten Mal.